Ich kam Anfang April als Freiwilliger im Rahmen einer humanitären Mission in die Ukraine, als die Ereignisse auch in Butscha stattfanden. Ich war einige Tage dort, nachdem der Ort wieder unter Kontrolle des ukrainischen Militärs war. Zunächst war ich dort, um anderen Freiwilligen und Flüchtlingen humanitäre Hilfe zu leisten. Ich habe Medikamente und medizinische Ausrüstung verteilt. Anfang April wurden wir von Azov-Soldaten begleitet. Wir fuhren nördlich von Butscha und eines Tages hielten wir an einem Hangar, wo wir eine Kiste mit Medikamenten an das Azovsche Militär übergeben sollten. Als wir dort waren, sahen wir 30 Meter entfernt Autos mit russischen Kriegsgefangenen vorfahren. Wir wurden aufgefordert, schneller zu gehen, um schneller rauszukommen. Als ich die Schüsse hörte, sah ich, wie Häftlingen in die unteren Gliedmaßen geschossen wurde. Es war sogar das erste Kriegsverbrechen, das ich persönlich gesehen habe. Sobald wir es sahen, wurden wir erneut aufgefordert zu gehen. Als ich zu meinem Auto ging, um einzusteigen und wegzufahren, hörte ich die Fragen des Beamten. Er fragte auf Russisch. Als der Gefangene ihm antwortete, wurde ihm in den Kopf geschossen. Der Mann wurde faktisch hingerichtet. Ich habe die Hinrichtung gesehen. Ich weiß nicht, was aus den anderen geworden ist, aber es war ein Verbrechen, das ich selbst miterlebt habe. Angesichts der Situation konnte ich das nicht filmen. Aber ich habe meine anderen Aktionen in der Ukraine gefilmt. Ich habe Fotos und Videos gemacht. Ich habe sie den Ermittlungsbehörden übergeben, damit diese sie untersuchen können. Nur zum Verständnis, in der Ukraine ist es verboten, Fotos zu machen, denn wer eine Kontrollstelle auf der Straße filmt, muss mit bis zu 10 Jahren Gefängnis rechnen und riskiert sogar sein Leben. Trotzdem bin ich das Risiko eingegangen, wann immer ich gefilmt habe. Als wir durch die Vororte von Butscha fuhren, sah ich Leichen am Straßenrand. Vor unseren Augen wurden weitere Leichen von Lastwagen abgeladen und zu. Die Situation ist so, dass man inzwischen die Leichen von den Straßen geholt hat, aber ansonsten sieht eigentlich alles noch so aus, als wäre die russische Armee gerade dort abgezogen. Die Leichen vor meinen Augen aus dem Wagen gezogen und abgelegt wurden. Ich sah die Haltung der Journalisten, die nur darauf warteten, das ist meine persönliche Meinung, aber warum nicht alles auf einmal filmen und warten, bis die Leichen abgelegt werden? Mein Eindruck war, sie wollten einen Eindruck von Masse erwecken. Andere Freiwillige erzählten mir, sie hätten gesehen, wie am Vortag Leichen aus Kühlhallen anderer Orte herbeigeschafft wurden. Als ich mit diesen Materialien nach Frankreich zurückkehrte, war das ein Schlag ins Gesicht. Ich verglich das, was in Frankreich im Fernsehen gezeigt wurde, mit dem, was ich vor Ort gesehen hatte. Es war ein unvorstellbar verzerrtes Bild.